Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Trust and Betrayal und immer noch mit der Julia. Hi. Upsi, Hallo. das war ein komischer Ton jetzt aus meinem Hals. Ja, Ups. guck mal, ich kann mich jetzt, ich für meine Zuschauer, wenn ich mich von hier aus fallen lasse einfach. Ich bin jetzt ja in keiner Form, ich bin ja in meiner normalen Form, ich kann jetzt auch so fliegen. Wenn ich jetzt aber fallen lasse, kommt der Drache sofort und fängt mich auf. Ich finde das so cool. Schwupp. Da ist er, sitze ich drauf. Ja, ich habe jetzt heute nicht so viel zu tun, weil irgendwie will ich doch kein grünes Haus bauen. Aber Deswegen warum suche ich willst du jetzt kein das grünes Biom. Haus bauen? Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Momentan bin ich so drauf fixiert, das andere Haus erstmal fertig zu bekommen. Okay. Deswegen denke ich, werde ich jetzt ein bisschen Ressourcen farmen gehen, beziehungsweise schaue, ob ich eventuell so ein Biom nochmal finde. Ja, wenn ich das Wie hier viel hatten. ausgebaut habe zum grünen Haus, quasi das hier, das kleine Ding, was ich hier habe. Dann werden wir mal die Julia suchen gehen. Fliege ich mal zu dir und dann zeige ich dir das mit dem Drachen. Es ist cool. Ich habe das blöde Gefühl, dass es regnet. Das ist blöd. Und ich breche jetzt ein Tabu. Wieso? Was machst du? Ich mampfe. Ach so. Dachte, du begehst jetzt vorsätzlich einen Regelverstoß. Nein, aber ich esse im Let's Play. Hab das noch nie gemacht, aber ich muss jetzt futtern. Hilft nicht. Okay. Mein Halb so wild. Partner war beim Burger King und ich habe ihm befehligt, mir etwas mitzubringen. Ach so. Was hast du jetzt bekommen? Einen Cheese und einen Ham. Ja. Ich wollte nur was Kleines haben. So. Ja, ich laufe ein bisschen in die Richtung, wo du liegst. Und zwar werde ich mir dort nochmal das eine Biom suchen, wo man das Ganze Feuerzeug abbauen kann. Das glaube ich ist ganz gut. Da muss ich mich nämlich jetzt dann die nächste Zeit überhaupt nicht mehr, muss ich mir Ja. keine Gedanken mehr über Essen machen. Hab zwar eigentlich eh genug, aber irgendwas muss ich ja tun. Wie es hier blitzt, das ist der Wahnsinn. Ich mag's auch nicht. Muss deine Kiste vom Blitz treffen lassen. Ja, aber das ist ja wohl mal absoluter Zufall. Ob Ja, das das jetzt ist hier blöde. funktioniert und so. Oh, mir tut jetzt mein Bein weh. Meine Katze hat mich gekratzt, gerade noch eben, bevor ich wieder rübergekommen bin. Böse, böse Und denkt sich so, Katze. oh mein Gott, Frauchen sitzt auf dem Klo, da muss ich mich draufsetzen. Oh mein Gott, ich falle, ich halte mich fest. Autsch. Sehr schön. Manchmal. In was habe ich mich denn jetzt verwandelt? In ein Schaf. Habe ich mich ernsthaft noch nie in ein Schaf verwandelt? Ja, du kannst dich in verschiedene Schafe verwandeln. Ja, das sah aber so gewöhnlich weiß aus. Und ich bin mir sicher, dass ich schon mal ein weißes Schaf getötet habe. Naja, die Nacht ist zumindest ganz gut fürs XP-Farmen. Ja. Feuchtes Vielleicht, wenn ich da einfach Gras. den grünen Klotz dran mache, dann muss ich ja nicht mehr nichts machen, ne? Nee, nur den grünen Platz. Und am besten halt auf ein so ein Zaunstück. Ich weiß nämlich nicht, ob das Vorschrift ist, dass es auf so einem Zaun sitzen muss. Dann muss ich mir erst noch einen Zaun craften. Also, sicher ist sicher. Gott, was hier los? Also hier sind jedenfalls auch sehr, sehr viele Zombies. Und andere Viecher. Ja, so, grün, ist meins jetzt. Dafür ist keiner mehr rein. Glückwunsch! Wenn er Moment, aufmacht, was ist ein habe ich denn da? Regelverstoß. Oh, hier ist ein Zombie in einer Goldrüstung. Nee, ein Skelett ist das. Fang mich auf, Drache! Der hat mich nicht aufgefangen. Ach, ich bin ja auch kein Mensch. Ich war ja als Fledermaus unterwegs. Bringt der einen nicht. Okay, bleib hier. Mal runter. Boah, die Also hast du Knochen. jetzt Knochen oder wie? Nee, ich töte jetzt ein Skelett hier, dann habe ich welche. Ach so, aber er fängt dich trotzdem auch auf, Ja, auch wenn du keine nee. Knochen hast. Ich kann. Du bist nur aufgefangen, wenn du deine Originalgestalt bist. Er muss quasi wissen, wer du bist. Ganz so Würde ich jetzt schlau ist mir. es dann also doch nicht, das Ding. Doch.
So, in welcher Richtung bist du denn? Richtung Ziemlich, Stadt oder wo ziemlich, bist du? ziemlich mittig zur Stadt, ja. Da ist ein Okay, ich Clay fliege mal Mountain jetzt auf Biom. direkten Wege dahin. Wenn du ein Clay Mountain Biom siehst, da bin ich in der Nähe. Oder halt dieses komische Weed Biom. Weed-Biom habe ich, glaube ich, noch gar nicht hier gesehen Okay. auf der Strecke, auf dem Weg. Das leckt hier ganz schön, weil der Drache einfach zu schnell ist. Meine Kiste muss jetzt herhalten zum Einsammeln. Sehr schön. Ah, ich könnte die am Boden setzen. Dann darf ich hier mitsammeln. Dann darf ich hier um nom nom machen. Jetzt in einem Schneebiom. Jetzt bin ich schon wieder raus. Geht ganz schön schnell mit dem Ding, wie es scheint. Ja, das ist halt der schnellste Drache, den es gibt. Ach so. Der Himmelsdrache. Also ja klar, wenn er schon Himmelsdrache ist, ne? Oh mein Gott, ein Tornado! Nein. Doch! Nein, wo ist der? Verdammt, nah, gerade bei mir. Ich muss hier die Zombies killen. Ich brauche meine Kiste. Du musst da weg. Ich brauche meine Kiste. Weil der Tornado ist sowas von böse, der killt einfach, macht einfach nur alles, ne? Weg. Der zieht eine richtig lange Schneise. Wenn er in der Nähe der Stadt ist, dann ist die gesamte Stadt im Arsch danach. Fuck, aber ich muss die Zombies hier schnell killen, damit ich meine Kiste bekomme. Boah, wie viele Zombies kommen da gerade auf mich zu? Das ist ja krank. Du bist also wirklich den direkten Weg geflogen, oder was? Ja. Okay. Ich habe meine Kiste, glaube ich. Habe ich meine Kiste? Nein, ich habe meine Kiste nicht. Wo ist meine Kiste? Da unten liegt sie. Server ist wieder eingefroren. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht, dass der Jetzt. komische Vogel über mir wieder total laut seine ekelhafte Krass. Musik anhat. Ah ja, löst sich gerade auf. Oh Gott sei Dank. Jetzt, wo ich meine Kiste endlich habe, scheint er sich wieder aufzulösen. Er Ja. wollte nur dich und deine Oder? Kiste haben. Nee, er fliegt weiter. Ich fliege dem jetzt mal hinterher. Lass mir die Koordinaten sagen. Die Ja. unten, da unten rechts stehen. Oben rechts, meine ich. 1040, 194. Aber halt, da ist der Moment, ist da Tornado in der irgendwo ein Nähe. Minus bei? Echt nicht? Das ist aber, dann bist du ja hinter der Stadt schon. Bin genau Ah. dazwischen. Bei X bin ich jetzt bei 945 und Z bei minus 1600. Oh. Nee. Und der Tornado ist tödlich? Der Tornado, du siehst doch, was für eine Schneise der zieht, oder? Oder macht er gerade gar nichts? So, das kann sein, dass es der Tornado hier war, ja. Bin mir nicht sicher. Ja, eigentlich müsste man das sehen. Der zieht einen ziemlich breiten Graben hinter sich her. Ach nö. Also ich sehe nichts, dass er das täte. Aber jetzt löst es sich definitiv auf. Weil ich bin jetzt direkt unter ihm. Irgendwie ist das creepy. Ich habe gerade ein Problem damit, dass der komische Spinner über mir seine Musik so laut hat. Oh. Aber wirklich enorm laut. Ich habe ja in-game auch immer Musik an. Und die höre ich nicht mehr. Seine ist lauter. Boah, das ist übel. Der macht das immer. Der hat ein Talent dafür. Immer wenn ich aufnehme, immer wenn ich gerade mitten dabei bin, fängt er an, seine Ekelmusik da oben anzumachen. Naja, Richtig solche Leute widerlich. gibt's. Ah, ich bin so froh, dass ich meine Kiste noch safen konnte. Ich hatte jetzt echt Angst um Wusel. Boah, in was für ein Clay-Biom bist du denn? Also ich bin in vor Also ich bin dem. jetzt hier ist ein Weed-Biom, wo ich jetzt Ja, bin. da bin ich auch. Also musst du hier irgendwo sein. Bin jetzt bei Z, bin ich gleich bei 0. Bei null. Ja, Z ist jetzt 0. Achso. X Ah, ich sehe 1000. dich. Echt? Ah, da unten bist du. Guck mal, und ich lande hier mal. Hallo. Ah, da bist du. Warte. Ups. So, So, steigen jetzt wir aber. mal ab. Hast du das gesehen? Warte mal, ich setze mich Nee. noch mal drauf. Hier steht er, sobald ich absetze. Nee, doch nicht, Moment. Nur drauf, hoch.
landen. So, jetzt steht der hier. Ne, der bleibt trotzdem hocken. Egal. So, wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt hier fallen lasse von hier oben. Boah, wow, cool. Oh, es ist cool. Ich will sowas auch. Hat er den Sattel von Anfang an oben? Nee, den Sattel musst du finden. Aber ich hab noch Sattel. Ganz viele sogar bei mir. Die muss man finden. Ja, die kann man nicht mal bauen. Wo findet man die denn? Ich habe die im Nether gefunden. In Kisten findet man die. Aber ich habe noch ganz viele. Ich könnte dir wohl einen geben. Oh, das wäre voll lieb. Aber da wirst du nicht drauf zugreifen können im Moment, oder? Nee, jetzt gerade nicht. Ja gut, theoretisch könntest du mir das ja einfach in der Safe Zone in der Kiste hinstellen. Da darf ja keiner Kisten looten. Ja, richtig. Oh, das wäre voll lieb. Kann nicht machen. Muss ich dir nur erklären, wie man... Jetzt hat der Drache gerade einen Zombie getötet. Nur erklären, wie man... Du willst du einen Himmelsdrachen haben oder willst du einen anderen? Ich würde gerne einen Himmelsdrachen haben. Ja, ich finde den schön, so in dem Blau. Ja, weil er auch so Verzierungen hat. Ja, und ich, wie gesagt, ich bin eigentlich ein ziemlicher Wind- und Luftmensch. Dementsprechend ist mir das fast lieber wie jetzt irgendwas mit Feuer. Ich habe, um den auszubrüten, weil ich wirklich auf Nummer sicher gehen wollte, nicht, dass der wegbuggt oder Leute den töten, habe ich den ganz weit außerhalb der Stadt aufwachsen lassen. Und da musste ich die ganze Zeit dabei sein. Ich glaube, es waren 3 Folgen. Also komplette 3 Folgen, die ich bei ihm saß und ihn aufgezogen habe. Krass, da bist du die ganze Zeit nur da gesessen. Ja, ich habe auch geguckt, was ich noch so craften kann und so, und wir waren auch im Gespräch, in Unterhaltung. Zwischendurch bin ich mal kurz nach unten geflogen, um ein paar Sachen zu sammeln. Den musst du relativ hoch wahrscheinlich dann haben, oder? Ja, genau. Wie hoch? Also, ich weiß jetzt das Genaue nicht mehr, aber du siehst doch auf der Map zum Beispiel, ist hier oben eine Wolke, ne? Ja. Wenn ich hier hingehe, ist hier über mir jetzt eine Wolke. Am besten kannst du da drauf eine große Plattform bauen, wo der nicht runterfallen kann. Also die muss halt groß genug sein. Auf so einer und Schleiminsel dann, oder wie? Hä, was nochmal? Auf einer Schleiminsel. Nee, nicht auf einer Schleiminsel, auf einer Wolke. Auf einer richtigen Wolke. Ach ja, so. Genau. Die sind halt sehr hoch und das reicht halt, die Höhe. Ah ja. Ja, das ist eine coole Idee. Dann weiß ich ja, was ich bald mal zu tun habe. Und wenn ich guck mal, ich weiß nicht, wenn ich hier falle, ich bin jetzt ungefähr bei dir, über dir, bleib mal stehen. Ob der mich dann auch auffängt. Ah, er kommt zumindest an. Hast du gesehen? Mhm. Ja, aber zumindest war nicht schnell genug. Ja. Ich falle, danke. Das ist echt cool. Vor allem kannst du halt so voll schnell aufsteigen irgendwo. Ja. Ja, und es hat einen richtigen Coolness-Faktor. Ja, und der ist, also, ich weiß nicht, wenn du da... Moment, ich flieg mal kurz hier hin zu diesem... War eine schlechte Idee, mit einem Schwert zu mähen. Ja. Zum Teil... Jetzt mal gucken, wie schnell der ist. Ich flieg mal über dich weg. Ich brauche jetzt ein bisschen. Das ist die Geschwindigkeit. Das ist echt cool. Ich flieg mal mit. So. Kommst du hinterher eigentlich? Nee, absolut nicht. Okay. Du hast mich unheimlich schnell überholt. Ja, das ist halt ein Vorteil, wenn du den hast. Da kannst du dann richtig schnell fliehen. Merkst du mal, wie schnell du mich überholen kannst? Ja, flieg mal ruhig vor. Ich komme. Krass. Und das Lustige ist, ich kann auch von hier aus ja auch angreifen. Ja? Wenn du jetzt diese Feuerbälle schießen könntest du von hier aus auch Feuerbälle schießen. Und ich könnte auch mit dem Bogen angreifen. Das ist echt cool. Ja, da weiß ich, was ich bald mal zu tun habe. So, jetzt fliege ich aber zurück zu meinem Asia-Haus. Ja, ich habe jetzt hier jede Menge Weed gesammelt, das sollte jetzt reichen. Ich habe irgendwie nur 32 gesammelt, ich weiß nicht. Mir war das leicht verbuggt. Nee, man bekommt nicht immer eins raus. Aber ich habe gehört, man muss das Zeug erst zu Mehl machen und das Mehl dann backen, dann bekommt man mehr Brot am Ende raus. Ja. Genau. So, da liegt aber noch einiges rum, was ich nicht mitgenommen habe. Ah ja. Ja, der Drache ist echt cool. Und die brauchen ja 3 Stunden, ja, ich habe ungefähr 3 Folgen gebraucht. Bis der anfängt zu schlüpfen. Nee, nicht bis er anfängt, bis der ausgewachsen war, sodass ich ihn satteln konnte.
Ach so, wie Weil schlüpft dann der? der tut dir zwar nichts, wenn er noch klein ist. Also der fängt ja erst als Babydrache an. Der wird ja immer größer. Nach und nach. Aber du kannst denen keine Befehle geben. Da steht die ganze Zeit, der Drache hört nicht auf dich. Und auch wenn der groß ist, musst du den mit rohen Fisch füttern. Musst du ihn mit rohen Fisch tamen, bis er dich liebt quasi. Und dann erst kannst du den satteln und mit dem fliegen. Okay. Und wie kommt er aus dem Ei raus? Von alleine. Also du kannst das Ei ja platzieren. Und dann musst du, glaube ich, einmal Rechtsklick drauf machen. Ach so. Und dann siehst du nämlich schon, was für ein Drache das wird. Und zwar, wenn in der Nähe Wasser ist, dann hat der weiße Partikel. Wenn in der Nähe Feuer und Lava ist, hat er so rote Partikel. Und wenn du oben in der Luft bist, hat er so blaue. Und ich glaube, wenn nur Natur oder Wald in der Nähe ist, dann bekommt er grüne, dann wird so ein Walddrache. Okay. Da muss ich mir mal noch in aller Ruhe anschauen, mal im Internet suchen, wie die Drachen aussehen. Vielleicht entscheide ich mich am Ende ja doch noch um. Wir hatten da ein Gipfelkreuz gesetzt. Wahnsinn. Aber mir am besten gefällt mir noch der Himmelsdrache, weil es ja wirklich der schnellste ist. Ich meine, der Feuerdrache ist immun gegen Feuer. Das ist zwar schön, aber was bringt dir das? Ja, das ist eine Weil gute Frage. du bist selbst immun gegen Feuer und ich glaube, du bist jetzt normal auch so schnell wie ein Drache. Der Himmelsdrache ist halt das Schöne, weil der A gut aussieht und B, weil der so enorm schnell ist. Ja gut, da ist natürlich gleich ein viel, viel praktischerer Nutzen dahinter, ne? Aber du nimmst einfach nur einen Todesdrache, also einen untoten Drache für, weil es stylisch aussieht. Muss ich mir mal anschauen, was die dann so alles für Special Effects haben. So, aber ich darf zumindest vor meinem Haus ein Crafting Table aufstellen und da einfach was machen. Ja, klar. Immerhin etwas. Mit 5 Blöcken Abstand von deinem Haus. Wirklich? Ja. Ach du Scheiße. Okay, ich fliege woanders hin. So. Was Ich sag's ist dir, denn das bau jetzt? lieber Was haben die denn da ein gemacht? grünes Haus. Wäre Was hat denn praktischer. Frame hier? Ah, okay. Das sieht so krass aus. Wahnsinn. Die Leute haben schon echt klasse Baukünste hier. Immer wieder bewundernswert. Wir hatten was gebaut, Frame oder was? Das ist ein Haus, gefällt mir. Es hat halt so ein Vorgarten nur mit diesem Weed, den wir da jetzt auch benutzt haben, gerade oder gesucht haben. Das sieht echt cool aus. Ah, okay, ich weiß, was ich jetzt noch mache. Echt, was machst du noch? Ich muss noch unbedingt ein bisschen Kohle sammeln. Oh ja, Kohle ist jetzt irgendwie in diesem Modpack Mangelware. Schon fast. Ja, wird ein bisschen verdrängt von den anderen Materialien, die man so sammeln kann. Ich hoffe halt, dass mich nie irgends jemand angreift, weil ich bin halt jetzt wirklich ganz in der Nähe von der Safe Zone. Aber die beiden glaube ich nicht, dass die mich angreifen. Für das sind sie noch Weiß. zu frisch. Wobei, ich bin mir nicht sicher, der zweite, Aber, Nightshade ist nicht neu, ne? Nightshade ist schon länger Nee, dabei. Nightshade ist, glaube ich, weiß nicht, ist Nightshade nicht von Anfang an sogar dabei? Oje. Er wird es nicht wagen. Ich sage jetzt einfach mal, dass es nicht wagen wird, mich zu suchen. Okay. Hoffe ich. Ansonsten habe ich ein Riesenproblem. Oha. Was denn für eine Mütze auf mit deiner Atomwaffe? Hier mal runterbuddeln. Nee, das wird nichts. Dann, wenn man Höhlen braucht, findet man meistens keine. Gut, jetzt bin ich hier in der Nähe. Du zufällig noch Lehm oder sowas? Nee. Habe ich generell noch keinen gehabt. Gucken, vielleicht habe ich noch was, vielleicht finde ich noch was.
Aber dass Dalu Kadens Haus ausgeräumt hat, war schon auch heftig. Was? Wer Hast du hat das was nicht gemacht? mitbekommen? Nee. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob die Folge schon hoch ist. Von mir und von Kaden ist sie auf alle Fälle schon oben. Und Okay. zwar hatte Dalu einen Weg in das Haus gefunden. Von unten, der regelkonform war. Und Wie war hat der, sich. wie war das denn regelkonform, dass wenn er von unten einen Weg findet ins Haus? Weil nicht ersichtlich war, dass er jetzt in ein Haus reinkommt. Sprich durch Erde Ja, oder aber deswegen sowas. kann er nicht einfach da drin bleiben und das ausräumen. Doch. Angeblich schon, angeblich war das regelkonform. Hat Das ist sich da doch Blödsinn. Dann reingebuddelt. darf ja niemand in einem Berg bauen. Weil du, wenn du von der anderen Seite baust dich einfach rein und der sagst dir, du, hab ich ja nicht gesehen. Ach, das ist doch Blödsinn. Und hat ihm halt das komplette Haus ausgeräumt. Ich weiß nicht, ob es ihm jetzt zurückgegeben hat. Er meinte zu mir, er würde es ihm auch zurückgeben. Ja, und er muss sich halt wohl dort auch ausgelockt haben. Okay. In dem Haus. Dementsprechend, ja. Ich habe das auch ein bisschen skeptisch beäugt anfangs, aber das ist echt krass. Das komplette Haus ausgeräumt. Ja, das halte ich aber für. Also ich persönlich halte das für Blödsinn, sowas. Ja, es ist schon eine ziemlich krasse Weil Nummer, das muss man kannst du ja sagen. einfach nur ausnutzen. Ja, Indem, klar. weißt du, es gibt auch Stellen an dem Berg, wo ich nicht sehe, dass das Dalus Gebäude ist, weißt du? Wenn ich mich da einfach gerade nach unten buddel, auch wenn ich ganz genau weiß, dass er da wohnt, war ja nicht ersichtlich, dass er da ist. Es war ja nicht in der Safe Kann mich ja Zone. auch, ich kann mich auch durch den gesamten Berg buddeln und dann einfach nach oben graben. Es war Da halt nicht komme ich in der auch Safe irgendwann in Zone, Dalus das Hütte ist es raus. halt. Ja, es ist das Problem. Wenn er in der Safe Zone gebaut hätte, wäre es nicht so schlimm gewesen. Ach, der hat nicht in der Safe Zone Nee, gebaut? der hat nicht in der Safe Zone Ach gebaut. so. Es war außerhalb der Safe Zone. In der Safe Zone hätte das nicht dürfen. Und deswegen gab es halt einen regelkonformen Weg, um da reinzukommen. Okay. Aber trotzdem. Ich meine, manche. Ich kann mir auch so ein Hobbit-Haus bauen, weißt du? Das ist halt auch in so einem Berg drin. Wäre ein Problem. Ich Ich find's dachte nicht gerade, mir gut. wäre noch ein Wusel hinterhergelaufen, aber da war kein Wusel mehr. Komisch. Ja, also so wirklich klasse fand ich die Aktion jetzt auch nicht unbedingt, muss ich gestehen. Okay. Gut. Was nehmen wir denn noch mit? Wusel, weißt du noch was, was wir mitnehmen sollen? Bisschen Kohle hätten wir jetzt. Was ist besser als Kohle? Viel mehr Kohle. Wusel gesagt? Dann Wusel weiß Bescheid. weiß alles. Richtig. Wäre es ja nicht Wusel, ne? Muss den Sound jetzt dann endlich mal noch aufnehmen von dem Tierchen? Nom, 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 nom. Ja, es wäre der geilste SMS-Ton ever. Nom, 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 nom. Bist du jetzt voll, Wusel? Muss ich dich mal entleeren? Hast du wieder jeden möglichen Scheiß gefressen? Zeig mal her. Der hat Lass mal auch immer so gucken. viel Hunger. Okay, ganz viele kaputte Bögen. Das muss jetzt nicht sein. Die richten wir jetzt mal. So, mal die Bögen mal repariert. Das Wenn dann schon Problem kenne Mehrzahl. ich. Meine fressen auch alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So. Und dann ist es auch noch so unheimlich effizient, das Wusel. Und hat mehrere Kohle in der Kiste, aber nicht gesteckt. Ja. Scheiße, sowas. Da musste man mit ihm überreden, Ja, dass das Wusel, so da nicht haben wir jetzt ein funktioniert. Problem, wir beide. Also so geht's nicht. Oh, was hast du denn hier jetzt alles für einen Käse? Pfeile, die kannst du haben. So, Marble. Nee, ist Wolke gewesen. Was denn das? Also das ist ja schier unglaublich, das Ding. Mal schauen. Okay. Der ist schon gesteckt. Gut, lass mal so durchgehen. Passt. Oh, wie weit sind wir denn überhaupt? 24 Minuten. Also theoretisch könnten wir, wenn wir wollten, eine kürzere Folge machen.
wollten. Möchtest du? Och, das ist mir relativ gleich. Ich habe nichts dagegen, wenn, aber ich habe auch kein Problem, wenn wir noch die 30 Minuten voll machen. Toll. So. Hier ist es egal. Ich muss bald eh Leben sammeln, wie blöde. Oje. Ja, ich mache mir jetzt wieder auf den Weg in die Safe Zone rein. Und zwar werde ich mich gleich mal in die Mitte begeben, dass ich nächste Folge gleich umswitchen kann auf Rot. Ich will irgendwann gerne mal wieder in mein Haus rein. Wir haben vorhin, wie viele Folgen haben wir vorhin aufgenommen? Zwei. Zwei. Ja, schön. Dann, wenn nach dieser Folge darf ich auch wieder Team Blau sein. Bin ich endlich den Fluch los. Also ich glaube, ich wäre jetzt schon früher los gewesen. Bei 35 angefangen, bis 2, bei 40 war ich. Also bei 35 ist der Fluch gestartet, bei Folge 35 bei mir. Bis Folge 40, die kam heute. Glaube ich, ja. Folge 40 kam heute. Und dann noch 2, ja. Theoretisch hätte ich diese Folge schon blau sein können. Hättest du können. Ja, ich hoffe, dass ich keinen Fehler gemacht habe, mich nicht verzählt habe mit den Folgen, wie lange ich keinen Nahkampf machen darf. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich mich nicht verzählt habe. Ich hoffe es zumindest. So, jetzt bin ich zumindest schon wieder in der Safe Zone. Jetzt muss ich nur noch finden, wo denn hier die Mitte ist. Ich muss immer so lang suchen. Ich tue mich echt schwer, hier die Mitte zu finden. Muss doch nochmal was ändern, ja. Geht das? Nein, Mist. Oh, ganz schnell ein Schaf. Muss nämlich das Haus von grün in blau wechseln. Darfst du das denn noch? Ich habe das ja diese Folge erst aufgestellt, die Wolle. Ach so. Deswegen gehe ich mal davon aus. Weiß ich nicht. Nicht, dass schon wieder ein Regelverstoß ist. Kann natürlich auch wieder einen kleinen Dreckhaufen daneben bauen und da einfach was Blaues dran klatschen. Könntest du. Dann mache ich halt das. Sicher ist sicher. Aber erstmal muss ich ein Schaf finden. Aber das gibt's doch nicht. Wo sind Schafe? Irgendein Schaf, bitte. Hallo. Hallo, irgendein Schaf. Ups. Bin auf die rote Platte gelaufen. Ich bin noch gar nicht Team Rot. Ja. Was sind das hier eigentlich? Was sind das eigentlich für zwei Wasserdinger, die hier sind im Startgebiet? Weiß nicht. Weißt du, wenn ich da jetzt reingehe? Huch. Ich weiß nicht. Das sind Schilder. Ach, das sind die Ach, das sind die Strafen. Ach so, okay. Team Blau hat ja die Strafe ohne Style. Jetzt sind hier echt? Wolken. Ja, die hatten die Strafe ohne Style gehabt. Und Belohnungen. Ach. Aber doch nicht alle, oder? Mhm. Doch, doch. Also, die hatten die. Das war diese Gemeinschaftsstrafe. Was musste man die da haben machen? Dass man keinen Hut tragen darf. Aber das du darfst keine Tiere mit Hut töten. Oder so war es, genau. Das. Aber das ist schon lange vorbei. Ja, dann wird das da unten gar nicht aktualisiert. Das aktualisiert gar keiner, weil die Belohnungen sollten dort eigentlich auch stehen und stehen nicht dort. Okay. Ach, naja. Und wir dürfen uns allmählich verabschieden. Okay. Schon wieder. Oh, shit, eigentlich müsste ich ja noch... Ach, oh, shit. Moment, warte, schnell, warte. Du hast noch eine Minute. Eine Minute, das kriege ich hin. 3 Sekunden. Das kriege ich hin. Warte, ganz schnell. ganz schnell. So, das. Man muss es ja immer ein bisschen größer bauen, weil es gibt ja sogar eine Regel dafür. So, kannst du mir Zeit ansagen, wie viel ich habe? 16 Sekunden, 17 von, also es sind noch von der letzten Minute, also es sind schon abgelaufen. Jetzt hast du noch, Moment, 25 Sekunden, ich meine 35. Okay, 30 okay, Sekunden. Das schaffe ich so. 20 Sekunden. Blau dran, so. Okay, brauche ich, glaube ich, nicht, oder? So, das Nein. Einfach dahin, fertig. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.